Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu meinem wöchentlichen One Piece Video. Diese Woche gibt's mal wieder kein Kapitel oder mach Pause, es sei dem Mann gegönnt. Aber deswegen haben wir Zeit, über ein anderes Thema zu sprechen, was gerade auch brandaktuell ist. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber ihr habt auf dieses Video geklickt, das heißt spätestens jetzt wisst ihr es. Netflix plant eine One Piece Realserie. Und holy hell, holy hell, das ist ein ziemlich brisantes Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Weil als Anime-Fan oder Manga-Fan ist man es gewohnt, dass man in der Regel nur ziemlich beschissene Umsetzungen seiner Lieblingsmanga und Anime bekommt. Mir fallen da spontan so Sachen ein wie Dragon Ball Evolution oder auch wenn es streng genommen kein Anime ist, aber die Realverfilmung von Avatar, die furchtbar war. Das einzig ansatzweise Brauchbare, wenn ihr mich fragt, was wir in den letzten Zeiten bekommen haben, ist Battle Angel Alita. Und das wurde von Spielberg gemacht. Ein Mann, der sich wirklich auskennt. Und alles andere, was es da draußen so an Anime- und Manga-Realverfilmungen gibt, die sind in der Regel ziemlicher Crap. Und One Piece als erfolgreichster Manga der Welt bekommt jetzt also von Netflix auch eine Realserie spendiert. Klingt erstmal interessant, dann kommen aber die Zweifel. Besonders wenn man an zum Beispiel die Netflix-Adaption von Death Note denkt, die halt richtig dampfende Hühnerscheiße ist. Könnt ihr euch auch in meiner Review angucken oder anhören nochmal, warum das so scheiße ist. Aber dementsprechend hat man als Fan halt nicht wirklich Vertrauen, dass eine Realserie funktionieren könnte. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was ich mir darunter vorstelle, wo ich die Probleme sehe, wo ich die Chancen sehe von One Piece. Eine Chance wäre auf jeden Fall, dass One Piece einfach noch deutlich massentauglicher wird. Es ist zwar mit Abstand der erfolgreichste Manga und Anime der Welt, keine Frage, das schlägt sich halt auch in den Verkaufszahlen und den Einschaltquoten wieder, aber so der otto-normalen Mensch, der liest kein Manga und der guckt wahrscheinlich auch nicht unbedingt Animes. Das ist so ein bisschen wie mit Marvel. So, bevor es nicht die Marvel-Filme im Kino gab, die MCU-Filme, wusste doch keine Sau, wer Iron Man ist oder Thor oder Captain America. Außer die paar Leute, die tatsächlich, muss man im Verhältnis sehen, die paar Leute, ne? Aber die Leute, die wirklich Comics lesen, hat doch keine Sau gewusst. Und wenn es jetzt eine Realserie zu One Piece gibt, könnte es halt sein, dass das Franchise dadurch nur einfach noch populärer werden könnte. Vermutlich ist das natürlich auch der Antrieb, warum die das überhaupt machen. Die wollen halt einfach noch mehr Marktanteil haben, die wollen einfach noch mehr Leuten One Piece nahebringen, um noch mehr Merchandise verkaufen zu können und so weiter und so fort. Ich habe mir mal ein Bild rausgesucht von einer japanischen Produktion. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Bild von der Realserie, so wird es nicht aussehen. Also, was heißt, so würde es nicht aussehen? Man weiß es nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist aber quasi ein Mockup. Das ist kein Bild von der tatsächlichen Realserie. Und ja, man erkennt die Strohhutbande wieder, aber ganz ehrlich, muss man mal sagen, wenn das so aussehen würde, dann wäre das ziemlicher Crap. Denn das ist quasi ziemlich, ziemlich gutes Cosplay, aber es ist Cosplay. Und mit Cosplay kannst du keinen Film drehen. Du musst das anders interpretieren, du musst das anders in die Wirklichkeit holen. So wie das da ist, würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Auch wenn das als Bild an sich erstmal ziemlich cool aussieht. Ein anderes Problem, mal davon abgesehen, dass man halt die Charakterdesigns und die Schauspieler richtig casten müsste, man dann müsste das Aussehen halt richtig hinbekommen, ist auf jeden Fall der Humor von One Piece. Denn dieses Bild hier fasst im Prinzip zusammen, was bei One Piece Phase ist. Der Humor von One Piece ist ziemlich harter Slapstick. Ziemlich dummer Witz. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ich finde es gut, mir gefällt das und die Witze funktionieren in Anime- oder Zeichentrickform auch verdammt gut. Aber wenn man versucht, sowas hier in den Realfilm zu drücken, das ist, glaube ich, einfach mega weird. So, wie stellt ihr euch das vor? Klar kann Nami in der Realverfilmung auch eine Kratzbürste sein und immer aggro sein und ausrasten wegen irgendwie sowas. Klar, das kann man so machen. Aber von wegen Nami schlägt Ruffy und die anderen mal kurz grün und blau, sie kriegen überall Beulen und sagen, oh mein Gott, das tut mir leid, Nami. Und dann ist in 2 Sekunden wieder alles gut. Das funktioniert nicht. Das könnte man animieren, das könnte man machen, aber das würde sich einfach, glaube ich, komisch anfühlen. Das wäre nicht richtig. Wenn ihr mal ein Beispiel haben wollt für einen Film,
wo man sowas gemacht hat und was einfach nur mega seltsam rüberkommt, auch wenn es irgendwo unterhaltsam war, wäre Kung Fu Hustle. Wenn ihr den nicht kennt, checkt den mal aus. Kung Fu Hustle. Ich glaube einfach, dass der Humor von One Piece, das ist ja auch gerade ein Ding, wovon One Piece extrem lebt, dass der in der Realserie nicht funktioniert. Und dann stehst du schon an dem ersten Problem. Veränderst du den Humor von One Piece, um es halt massentauglicher zu machen oder überhaupt anständig umsetzen zu können, dann hast du schon direkt etwas, was krass sich von dem unterscheidet wahrscheinlich, was die Leute aus dem Manga und dem Anime erwarten in so einer Realserie. Machst du es aber nicht, ist es einfach nur mega seltsam und es schreckt wahrscheinlich die meisten Leute ab. Das ist schon mal das Erste. Also der wirklich große Knackpunkt für mich ist halt einfach der Humor, der so, glaube ich, nicht funktionieren wird in der Realserie. Das andere Ding ist das Charakterdesign. Oda hat halt zum Teil sehr, sehr seltsame Charakterdesigns in seinen Charakteren für One Piece gezeichnet. Und das hier ist ein offizieller Tweet von dem offiziellen One Piece Netflix Twitter-Kanal. Der frachtet hier: Happy Birthday Sanji. Wer sind eure Top 5 Möglichkeiten oder Picks? Dass wer soll Sanji spielen? Ne? Jemand Unbekanntes, ein großer Star, ein Franzose. Sagt doch mal hier, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ne? So, und ich habe tatsächlich mit meinem eigenen Twitter-Account darauf geantwortet und habe geschrieben: Leute, bitte, ihr müsst Leute casten, die tatsächlich aussehen wie die Strohhüte. Bitte seht zu, dass die Nationalitäten der Strohhutmitglieder auch wirklich durch die Schauspieler gezeigt werden. Oda hat mal gesagt, in welchen Ländern die Strohhutbande herkommen würden, wenn sie in unserer richtigen Welt leben würden. Und bitte beachtet das. Das ist alles, wonach ich frage. Der Rest ist mir im Prinzip Bums. Habe auch ein paar Likes dafür gekriegt. Und was ich cool fand oder interessant, dass tatsächlich der offizielle Netflix One Piece Twitter Account hat auf meinen Tweet geantwortet und hat quasi einen Gumm-Gumm Thumbs Up gemacht. So. Boing, ja, super, genau das machen wir, genau das haben wir vor. So interpretiere ich das zumindest. Ich habe mal geguckt, die haben nicht auf jeden Tweet geantwortet. Sie haben tatsächlich nur auf meinen Tweet und ein, zwei andere geantwortet. Was mich hoffen lässt, dass die Leute, die dahinter sitzen, tatsächlich mit einem Gefühl oder einem Gespür daran gehen, wie das auszusehen hat. Dass sie das aus einer Fanbrille betrachten und nicht aus einer Filmstudio-Brille, die einfach nur einen Reibach machen wollen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich meine mit Ländern, wo die Strohbande herkommt, eigentlich. In Band 56 des Manga, da hat Oda nämlich tatsächlich auf einer Fanpost-Seite, und wenn ihr nur Anime-Schauer seid, dann kennt ihr das vielleicht gar nicht, auf der Fanpost-Seite hat Oda zwischen den Kapiteln hat er immer quasi Leserbriefe. Da werden immer Leserbriefe abgedruckt und da kann man Oda Sachen fragen. Und er pickt sich dann halt Sachen raus und beantwortet diese dann. Und in diesem Band hat er auf dieser Fanpost-Seite quasi die Frage beantwortet: Was wäre denn, wenn die Strohhutbande in unserer Welt leben würde? Aus welchen Ländern würden die Strohhüte kommen? Und Oda hat halt gesagt, und das ein oder andere Ding wird euch vielleicht überraschen, Ruffy kommt aus Brasilien, ist kein Japaner, Ruffy kommt aus Brasilien, Zorro kommt aus Japan, ne, Samurai, Nami kommt aus Schweden, Lysop kommt aus Afrika, Sanji aus Frankreich, Chopper aus Kanada, gut, ist halt ein Rentier, Robin aus Russland, Frankie aus den USA und Brooke aus Österreich. So, das heißt, man könnte geneigt sein als Filmstudio, weil es ist ja ein japanischer Comic und es gibt viele japanische Fans, die Leute so zu casten, dass jeder ein Asiate ist und alle halt sehr japanisch aussehen. Und das wäre ein großer Fehler, finde ich. Denn Oda macht es, also Oda wird sich dabei was gedacht haben. Es ist ja nicht so, als ob Oda nicht seine Charaktere nach einem gewissen Bild oder nach bestehenden Schauspielern ein bisschen designt. Es gibt tatsächlich viele Beispiele dafür, wo Oda sich von echten Menschen hat inspirieren lassen bei seinen Charakterdesigns. Ich finde zum Beispiel, wenn man das umsetzen möchte, auch solche seltsamen Charaktere wie zum Beispiel die Fischmenschen, das ist heutzutage kein Ding mehr. Guck mal, du kannst, wenn du über einen Fluch der Karibik denkst, das sind Fischmenschen im Prinzip. Als ich damals Fluch der Karibik gesehen habe, dachte ich direkt an den Arlon Park. Ich dachte sofort an die Fischmenschen von One Piece und dass sie ja so ähnlich wahrscheinlich aussehen würden. Das heißt, vom heutigen Stand der Technik ist das nicht das Problem. Das könnte man rein theoretisch machen.
Hier habe ich eine Übersicht von Leuten. Ein oder zwei sind bestätigt, die anderen sind im Prinzip nur von Leuten aus dem Internet rausgesucht. Aber hier kann man sehr schön sehen, welche Leute sich Oda gegebenenfalls als Vorbild genommen hat für Charaktere in One Piece. Was ich zum Beispiel hier ganz cool fand, ist hier Johnny Depp als Beauregard. Hier Steve Buscemi als Sanji, das ist tatsächlich bestätigt, das ist so. Also Sanji wurde tatsächlich nach Buscemi quasi gezeichnet oder andersrum. Dann haben wir nochmal ein Bild wieder von, Johnny Depp, aber diesmal als Falkenauge. Und hier gibt es halt viele coole Beispiele, ne? Von Charakteren, wo du denkst, ja, das könnte hinkommen. Und es ist halt ziemlich lustig, wenn man sich damit beschäftigt, weil einem das ein oder andere Mal tatsächlich Charaktere auffallen, wo du denkst, wow, da hat Oda 1:1 quasi kopiert. Und wenn Oda sagt, dass seine Charaktere, wie er sich die vorstellt, eine gewisse Ethnie haben in seinem Kopf, dann finde ich einfach, dass man die Charaktere halt auch entsprechend casten sollte. Das heißt, Ruffy sollte kein Japaner sein. Der einzige aus der Schulbande, der japanisch aussehen sollte, ist Zoro. So, sonst kein anderer, wenn ihr mich fragt. So, Lysop müsstest du im Prinzip mit jemand casten, der schwarz ist. Also, so wie Oda ihn zeichnet, ist er nicht wirklich sehr richtig dunkelschwarz. Also sein Hautton ist wahrscheinlich noch ein bisschen heller als das von einem, ich sag jetzt einfach mal, jemanden sehr, sehr afrikanisch aussehenden Menschen. Wahrscheinlich hätte er ein bisschen hellere Haut, aber trotzdem wäre Lysop auch gerade mit seinen Lippen, die relativ voll von Oda halt gezeichnet werden, wäre Lysop höchstwahrscheinlich schwarz. Und genau so sollte man die Charaktere in der Serie ja auch casten. Finde ich. Ich habe hier noch ein paar andere Beispiele. Wusstet ihr eigentlich, dass die Admiräle, ja, in One Piece tatsächlich von echten japanischen Schauspielern inspiriert worden sind? Das sind Odas Lieblingsschauspieler. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann fällt das ein wie Schuppen von den Augen. Ich finde besonders Kizaru finde ich richtig cool. Das sieht halt wirklich, du hast das Gefühl, das ist der echte Kizaru, den es gibt. So in unserer Welt läuft der rum. Genauso muss der aussehen. So, man merkt halt einfach, wie viel Liebe zum Detail von Oda da reinsteht. Also gut, kann man jetzt als Liebe zum Detail sehen oder halt als Faulheit, wenn ihr so wollt, weil er einfach Designs von echten Menschen nimmt und die nachzeichnet. Aber das zeigt halt einfach, dass Oda sich echt Gedanken macht. Und sie müssen bitte die Leute so casten, wie Oda sich das vorstellt. Klar, diese drei Menschen kannst du nicht mehr casten, weil sie mittlerweile schon älter sind oder zum Teil, glaube ich, auch verstorben. Aber du müsstest halt Leute finden, die denen halt auch wirklich ähnlich sehen. Ich habe noch ein paar Beispiele. Guckt mal, wusstet ihr, dass viele Fans glauben, dass Enel inspiriert ist von Eminem oder Jacko hier von dem Rockstar? Wobei, es könnte auch eher Michael Jackson sein, gerade wegen der Nase, aber naja. Hier, Spandam. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Bild herkommt, aber es ist fucking Spandam. Ihr könnt mir nicht sagen, dass Oda sich das selber ausgedacht hat. Er hat das locker irgendwo gesehen und danach gezeichnet. Das ist halt 1:1. Ich glaube, das ist irgendein Wrestler. Was haben wir noch? Selbst Ivankov. Hier, das ist Arthur Curry aus der Rocky Horror Picture Show. So, Ivankov. Ne? Selbst solche komischen, wacken Designs, wie zum Beispiel Ivankov, könntest du rein theoretisch in der Realserie so halt darstellen. Natürlich sieht das seltsam aus, aber Ivankov ist auch ein seltsamer Charakter. Und dann musst du halt entsprechend den dann auch so mehr oder weniger in die Serie reinwerfen. Hier, das ist so ein Mockup von einem Fan, finde ich auch sehr schön. Arnold Schwarzenegger als Admiral Garp. Dann Lucky als hier, von welchem Film war denn das? Ich glaube, das ist von Taxi Driver, ne? Ich glaube, der ist von Taxi Driver, dieser ich weiß gar nicht, was der ist, irgendein Zuhälter da bei Taxi Driver. Hier, das finde ich ziemlich cool, auch ein Mockup. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler es ist. Ist es Harrison Ford? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist aber auch nur gefotoshoppt. Und er sieht halt fucking aus wie Riley. So, ich finde, das ist richtig cool, das zu sehen, weil du das Gefühl hast, dass diese Figuren, die du aus dem Manga kennst, auf einmal zum Leben erweckt werden. Und ich hoffe einfach, dass die Realserie sowas ausmacht. Hier, Anne Hathaway als Nico Robin hat auch jemand halt irgendwie so entsprechend halt mit Photoshop sich so hingedreht. Und ich finde, das kommt schon hin. Auch wenn Anne Hathaway jetzt nicht russischer Abstammung ist, glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Aber ja, das kommt schon ungefähr hin. Und man sollte halt versuchen, auch wirklich diese Charaktere entsprechend zu casten. Ich habe mir jetzt nochmal Jeff rausgepickt als ein Beispiel, wie man einen Charakter, der ein bisschen ein verrücktes Charakterdesign hat, aber nicht zu verrückt, wie man den darstellen könnte. Ich meine, guckt euch Jeff an. Das ist halt ein Smoochie. Und der hat ein Holzbein, ist halt ein ehemaliger Pirat. Und der hat einen super langen Bart und hier so eine riesig lange Kochmütze. So, was machst du mit so einem Charakterdesign?
Also den Bart, dass du den natürlich nicht so lang machen kannst, weil es einfach seltsam aussehen würde, das ist klar. Wobei er sieht auch nicht anders aus wie Lenzen von Lenzen und Partner, wenn er so einen Bart hat. Aber man könnte ihm halt trotzdem irgendwie so einen Bart machen, eben wie der Typ von Lenzen und Partner, falls ihr den kennt. Und die Kochmütze, die muss ja nicht 3 Meter lang sein. Es reicht ja schon, wenn die halt einfach nur ein bisschen höher ist als eine normale Kochmütze. Und allen anderen Köchen im Baratie gibst du nur ein weißes Bandana als Köche. Und keiner außer Jeff hat eine Kochmütze auf. Das würde dazu führen, dass das Besondere an Jeffs Design, sondern dass er der Einzige ist, der eine Kochmütze auf hat oder eine lange Kochmütze, dass das trotzdem noch herausstechen würde im Design, weil alle anderen tragen nur Bandanas. Und Jeff ist der Einzige mit der Kochmütze. Dann hättest du das Charakterdesign von Jeff quasi trotzdem, obwohl du es verändert hast, in der Realserie gut eingefangen. Und sowas müssen sie halt machen. Sowas müssen sie halt machen, wenn ihr mich fragt. Dann kommst du aber zu Charakteren wie Gedatsu von Skype ja. Okay. Oder Gecko Moria. Oder Oma Kokolo. Oder das Schlimmste, was Oda sich, glaube ich, jemals ausgedacht hat. Fucking Senor Pink. So. Wenn die Realserie losgeht, dann wird sie sicherlich nicht sofort mit diesen Dingen beginnen, sondern wird erstmal im East Blue beginnen. Und tatsächlich gibt es auch einen angeblichen Leak, was in der ersten Folge der One Piece Realserie passieren soll. Ein Drehbuch wurde anscheinend geleakt. Das heißt, diese Charaktere sind sowieso erstmal nach hinten angestellt und würden, wenn überhaupt, wenn die Serie erfolgreich sein sollte, erste Staffel 3, 4, 5, 6 oder wann auch immer auftauchen. Ich lese euch aber einfach mal vor, was dieser angebliche Leak sagt, was tatsächlich in der ersten Folge passieren soll. Demzufolge trägt die erste Episode den Titel Roman's Dawn und beginnt mit der Hinrichtung von Goldie Roger. Dabei drängt sich ein junger Smoker durch die Menschenmenge und Marineadmiral Kong sowie Sengok sind anwesend und geben den finalen Hinrichtungsbefehl. Danach verlagert sich die Handlung nach Fuchsia Village, wo unter anderem Ruffy und Shanks vorgestellt werden. Anschließend soll sich die Geschichte sehr stark am Manga orientieren, wobei einige Dialoge umgeschrieben wurden. Zudem wird nicht direkt gezeigt, wie Ruffy seine Narbe bekommt. Später wird im Gegensatz zum Manga auch enthüllt, was Lauren Zoro direkt vor dem Treffen mit Ruffy anstellte. Hier soll nämlich gezeigt werden, wie Mr. Seven von der Barockfirma vergeblich versucht, Zoro zu rekrutieren, was in einem blutigen Kampf endet. Anschließend werden wie im Manga Alvida, Corby und die Alvida-Piraten vorgestellt. Daraufhin wird gezeigt, wie sich Zoro mit Helmeppo anlegt, was damit endet, dass Zoro an ein Kreuz gebunden wird. Am Ende der Folge werden Ruffy und Corby auf einem Ruderboot gezeigt. Ruffy erinnert sich hier an sein Versprechen, der König der Piraten zu werden, das er Shanks gab. Und das soll im Prinzip der Plot der ersten Folge sein. Und ich glaube kein Wort davon. Es liest sich im Prinzip wie Fanfiction. Also das hätte auch ich zusammenschreiben können. Was ich seltsam finde, was für mich direkt eine rote Flagge ist, dass hier die Rede davon ist, dass Sengok und Großadmiral Kong bei der Hinrichtung von Gold Roger dabei sein sollen, angeblich in der Serie. Was nicht verkehrt ist, von der Story her, aber das sind solche Randcharaktere in der Story von One Piece, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Realserie diese beiden Randcharaktere, vor allem Kong, den hat man einmal auf 2 oder 3 Panels gesehen, dass man die in die Realserie so einarbeiten würde. Aber vielleicht irre ich mich auch und vielleicht ist das genau das, was Realserie machen möchte. Es wäre möglich. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich finde, man muss die Charakterdesigns richtig hinbekommen. Das ist das A und O. Dann muss man sich dafür entscheiden, ob man den Humor verändern möchte oder nicht. Wenn sie den Humor verändern, ist es ein Problem. Wenn sie ihn nicht verändern, ist es auch ein Problem. Deswegen ist das wirklich tricky. Um die Special Effects, um die Teufelsfrüchte, um die Fischmenschen und sowas, machen wir mal gar keine Gedanken. Wenn das Budget stimmt, dann kriegen die das hin. Aber es ist Netflix und Netflix hat uns schon mal ziemlich enttäuscht, was Anime-Umsetzungen angeht. Aber da muss man auch wieder sagen, der offizielle Twitter-Account hat zu mir gesagt, hey gut, das machen wir, haben wir im Griff. Aber der Mensch, der den Twitter-Account betreibt, ist ja höchstwahrscheinlich nicht der Regisseur oder derjenige, der da das Sagen hat bei der Serie. Aber nun gut. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, die Netflix-Realserie zu One Piece könnte was werden? Oder glaubt ihr, es wird ziemlicher Crap? Habt ihr Charaktere, wo ihr euch wünschen würdet, dass die gecastet werden als bestimmte Charaktere? Oder tappt ihr da völlig im Dunkeln? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Und bis zur nächsten Woche sage ich Tschümmede und Hause Pause. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.